Das stimmt, Kai. Es schreckt immer so ein bisschen ab, finde ich persönlich, wenn man sieht, auf welchem Level sich manche Pokémon hier entwickeln, aber das Spiel ist halt auch einfach sehr lang. Ah, ein Kind wie du, ohne auch nur einen Arena-Orden will hier vorbei. Vergiss es, kämpft erst gegen ein paar Trainer und Pokémon hier in der Gegend. Ich meine, es ist eine kreative Art und Weise, den Weg zu versperren und nicht einfach nur ein Baum, der im Weg steht. Aber warum hat dieser random Wanderer die Autorität, mir zu sagen, dass ich nicht weiterlaufen darf? I mean, ne? Wollte doch sagen, hier war doch noch irgendwas versteckt. Okay, Team ist ja auch noch halbwegs fit. Da komme ich erstmal nicht dran an das Item und da würde ich nur zurückkommen. Joa. Ja, richtig unhöflicher NPC. Schon ihr. Wobei, er hat mich jetzt nicht beleidigt oder so, aber... Stell dir vor, ihr wollt irgendwie, keine Ahnung, in den Supermarkt oder zur Bank und steht da einfach so ein random Typ. Nö, du darfst hier nicht rein. Ja, warum? Nö, darfst du nicht rein. Also, aber gut, gehen wir erstmal zum Dowsinghof. Pokémon überall. Der Dowsinghof, nicht weit von Dowsing, lädt einen zum Besuch. Auch ein sehr schöner Ort, finde ich persönlich. Also ich finde dieses Tor zum einen, genau das, ganz schön. Und ich liebe die Blumen hier. Die sehen so hübsch aus. Gut, sie hätten auch gerne noch ein paar andere Farben mit reinpacken können, aber ja, ist schon schön. Auf jeden Fall. So. Und das ist auch eine Stelle im Spiel, wo ich immer gerne neue Teammitglieder fange. Denn, wie ihr hier schon seht, gibt es hier Voltilam. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Voltilam. Kann mal gucken, ob ich irgendwas Interessantes finde. Mag ich super gerne. Hab ich in der zweiten Gen eigentlich immer dabei. Weil ich ein ganz, ganz großer Fan von Ampharos bin. Gut, es ist natürlich auf Dauer auch immer ein bisschen langweilig, immer das gleiche Pokémon mitzunehmen. Das stimmt schon. Aber ich sag mal, Gen 3 und 4 zum Beispiel habe ich es eigentlich nie dabei, weil geht auch nicht unbedingt. Dementsprechend fand ich es eigentlich schon in Ordnung zu sagen, okay, ich habe es gerne in Johto mitgenommen, kannst du in Einal auch mal machen. Deswegen habe ich das halt schon gefreut. Also es ist jetzt nicht so ein Pokémon, was ich wirklich in jedem Spiel dabei habe. Aber schon gerne, wenn ich kann. Deswegen, also das hat mich echt glücklich gemacht, dass ich es hier mitnehmen kann. Und deswegen, das war eigentlich immer so ein bisschen Standard in meinem Team, dass ich das Amphi hier auf jeden Fall auch mitnehme. Warum gibt es Amphi nicht in Kristall? Ist nicht ganz richtig. Es gibt keine Voltilam südlich von Viola City in Kristall, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich beschissen finde und auch nicht nachvollziehen kann, weil du, glaube ich, zu den Voltilam sowieso erst nach der Arena gekommen wärst. Aber du kannst Vati am See des Zorns fangen, beziehungsweise auf der Route davor. Also, kannst du schon. Und du kannst ja auch prinzipiell, sobald du in Teak City angekommen bist, schon mal einen Abstecher dahin machen. Das heißt, so spät kommst du auch nicht unbedingt dran. Nur nicht sonderlich früh. Aber ja, fand ich auch immer ein bisschen schade. Habe ich auch nie ganz nachvollziehen können. Aber ja, Voltilam habe ich hier immer super gerne gefangen, auf jeden Fall. Und ansonsten... ein Pokémon gucke ich mir nochmal an. Ich weiß, es ist nicht das Spannendste von der Welt, aber es ist so eine sneaky Art und Weise, noch ein bisschen zu trainieren, auch wenn ich hier New York Labs finde. Abgesehen von Voltilam kann man hier nämlich tatsächlich auch Riolu fangen. Und das finde ich richtig stylisch, weil ihr müsst euch vorstellen, Riolu ist ja aus der vierten Gen und da bekommst du es halt echt spät erst. Und auch auf etwas umständliche Art und Weise, weil du bekommst es als Ei und dann musst du es erstmal wieder hochtrainieren. Deswegen, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nie die Gelegenheit, ein Lucario im Team zu haben und fand das dann super, super, super geil, dass man es so früh im Spiel fangen kann. Das war eine riesige Überraschung für mich und fand ich auch extrem gut positioniert, weil du dann nämlich tatsächlich auch mal eine gute Gelegenheit hattest, das Pokémon auch langfristig in Aktion zu erleben. Und es ist halt für die erste Arena auch ganz nett, muss man dazu sagen. Es ist recht selten, also du suchst dich schon so ein bisschen dumm und dämlich. Aber es ist schon cool. Also meistens war es bei mir wirklich so, dass ich Otaro und Voltilam und Riolu im Team hatte, weil das ist einfach eine richtig gute Kombination.
Ich habe das, glaube ich, auch wirklich damals nur gefunden, weil meine Mutter recht lucky war. Wir haben ja immer zusammengespielt und hat das Riolo eigentlich sehr schnell gefunden hier auf der Wiese. Und dachte ich mir so, okay, ich will auch. Ich musste nur leider ein bisschen länger suchen. Okay, dann gucken wir doch mal weiter. Moment, wollte der jetzt kämpfen gegen mich? Wenn ja, scheiße, Mann. Ah, sehr gut, du bist zum Trainieren hergekommen. Scheiße, Mann. Das hatte ich für einen Moment ausgeblendet. Ja. Ja, okay. Er hat zum Glück nur das eine Pokémon. Sandsturm wäre jetzt ganz nett gewesen. Aber gucken wir mal, wie viel Laura machen kann und dann schauen wir weiter. Die Sache ist, in Schwarz und Weiß 1 ist mir das tatsächlich auch mal passiert, weil du gefühlt immer und überall in Belle oder Sharon reinrennst. Immer. Nach jeder Arena. Dreimal. Dementsprechend, ja, ist mir das sehr oft passiert, dass ich ungeheilt da reingerannt bin. Aber machst du nix. So, wir haben schon mal die Vergiftung drauf. Das ist ganz nett. Dann würde ich gerne einmal Rex heilen und den gleich reinschicken. Weil ich glaube, Laura hält sowieso nach dem Silberblick nicht mehr ganz so viel aus. Wobei, nee, Routenschlag, aber ist egal. Gleiches Prinzip. Ich meine, wo das Thema gerade im Chat aufkommt, ich habe gar nichts dagegen, wenn manche Encounter seltener sind als andere. Überhaupt nicht. Ich meine, ist ja auch irgendwie legitim. In unserer Tierwelt beispielsweise sind ja auch gewisse Tiere durchaus seltener als andere. Und ich fände das auch irgendwie seltsam, wenn jeder Encounter irgendwie die gleiche Chance hätte zu erscheinen. Also finde ich schon sinnvoll, ja. Nur stimme ich zu, wenn die Chance, die zu finden, halt schon mega gering ist, ist es einfach frustrierend, weil du teilweise wirklich eine Stunde oder so da sitzt und das Pokémon taucht halt einfach nicht auf. Und wenn es dann mal auftaucht und du killst es aus Versehen, uff, ne? Also ich sag mal, gutes Beispiel, Höhen, Trassler. Auch super ätzend, weil du teilweise super lange brauchst, um das überhaupt zu finden. Aber es geht halt noch. Aber diese 1 oder 2% Encounter, gerade in Schwert und Schild, die sich dann teilweise noch selbst in die Luft sprengen können. Hallo Tortonator. Nee. Ein bisschen übertrieben. Meiner Meinung nach. Also da stimme ich euch zu. Yay! Wir haben Härtner gelernt. Jetzt kann uns niemand mehr was anhaben. Gar nicht übel. Du machst dir Gedanken darüber, wie du die Kräfte deiner Pokémon am besten einsetzt. Ich denke, ich kann mich auf dich als Unterstützung verlassen. Übrigens, warum bist du hier? Hä? Eine Karte? Meine Schwester. Dabei ist sie die Jüngere. Dir auch vielen Dank. Du warst mir sehr nützlich. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Lärm ist. Ein Pokémon-Kampf also. Ach ja, es ist schön, jung zu sein. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer dieses Hofs und das hier ist meine liebe Frau. Nach einem Pokémon-Kampf sollte man seine Pokémon heilen. Hier, der ist für dich. Du hättest auch gerne einfach mein ganzes Team heilen können, aber okay. Und hier ist auch einer für dich. Wenn das nächste Pokémon-Center weit weg ist, ist es gut, ein paar Tränke dabei zu haben. Übrigens, ihr habt nicht zufällig in der Nähe mein anderes Terrybug gesehen? Ich weiß nicht, wo es hingegangen sein könnte. Normalerweise sind diese beiden immer zusammen. Sowas ist noch nie vorgekommen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was soll das heißen? Machst du dir auch wirklich Sorgen? Dein Pokémon könnte für immer verschwunden sein, kapiert? Wie auch immer, ich werde es suchen. Svenja, du hilfst mir dabei. Wieso ist er so wütend? Ich bin mir sicher, es spielt nur irgendwo auf dem Hof. Genau. Hör mal, wenn deine Pokémon verletzt sind, dann sag Bescheid. Ich werde sie heilen. Nice. Ich meine, jetzt am Anfang versteht man eventuell noch nicht so ganz, warum der Rivale wirklich so getriggert ist von der Aussage. Wenn man das Spiel kennt, dann... Joa. Kann man das eventuell so ein bisschen nachvollziehen? Okay, du bist in die Richtung gegangen. Dann gucken wir doch erstmal hier ein bisschen rum. Gucken uns den schönen Lavendel eventuell an. Ich mag auch übrigens die Farbe von den Flüssen in dem Spiel echt gerne.
Okay. Terry Bark! Er bemüht sich immerhin. Meh. Ich finde das schön, dass die Voltilam hier einfach frei rumlaufen. Ist eigentlich ein schönes Detail auf jeden Fall. So. Moment. Vielleicht tue ich wieder Hippo nach vorne, oder? Ja. Wie vorhin schon mal gesagt, ich glaube, bei Matisse scheiden sich die Geister einfach. Also ich kenne viele Leute, die ihn einfach nicht mögen. Also ich glaube, als Rivale an sich mögen die meisten Leute ihn, weil er hat ein geiles Battle-Theme und er ist auch ein starker Trainer. Also er ist kein Waschlappen. Er haut schon ordentlich rein, gerade später. Aber ich glaube, seinen Charakter mögen halt viele Leute nicht so gerne, weil er halt sehr fokussiert auf dieses eine Thema ist, was grob gesagt eben verschwundene Pokémon betrifft. Also da ist ja wirklich so der Punkt, wo er extrem getriggert wird und wo er sehr versteift drauf ist. Und ich kann irgendwie auch verstehen, dass es manchmal so ein bisschen nervig ist, wenn er dann dauernd irgendwie deswegen wütend ist oder das erwähnt oder so. Mich hat es jetzt persönlich nicht so sehr gestört. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass ich das jetzt super gefeiert habe. Nur irgendwie finde ich, ist das irgendwo auch ein bisschen menschlich. Ich meine, ohne jetzt zu viel noch zu erwähnen, aber es gab ja durchaus Ereignisse in seiner Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass er da so empfindlich ist bei dem Thema. Und ich glaube, es ist dann irgendwie einfach menschlich, dass du auch nicht unbedingt immer super elegant auf solche, Situationen reagierst, irgendwie. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr wütend seid oder wenn ihr traurig seid und dann mit irgendeiner Situation konfrontiert seid, dann kommt das doch irgendwie auch einfach aus euch heraus. Und hinterher denkt ihr euch so, boah, das war schon echt peinlich von mir. Oder denkt euch so, ah, das habe ich irgendwie nicht so rübergebracht, wie ich es hätte rüberbringen wollen. Weil so in Wut oder in Trauer sagt man viele Dinge oder sagt man viele Dinge auf, oh nice, auf irgendeine Art und Weise, wo man sich hinterher denkt, um Gottes Willen. Das ist einfach irgendwie menschlich. Und ich glaube, Matisse kommt halt manchmal schon so ein bisschen, ja, wie so ein Arsch rüber, hier und dort. Und ein bisschen nervig und sehr überempfindlich. Aber das, so würden wir wahrscheinlich auch rüberkommen. Also, ich weiß nicht, ich finde, Matisse ist einfach super menschlich geschrieben. Ich kann aber verstehen, dass das als Videospielcharakter blöd rüberkommt, weil es einfach ein bisschen too much ist. Weil ich sag mal, in Pokémon kannst du ja nicht wirklich mit Mimik und Gestik und Stimme und so weiter arbeiten. Du kannst ja nur mit den Textboxen arbeiten und dementsprechend müssen sie das vielleicht noch ein bisschen drastischer schreiben, sodass es für viele Leute auch schon nervig wirkt, damit es überhaupt rüberkommt. Deswegen, ich kann das voll nachvollziehen, wenn ihr sagt, oh, ich finde Matisse als Charakter irgendwie blöd oder nicht so schön geschrieben. Wie gesagt, es ist auch nicht mein liebster Rivale, aber ich kann irgendwie nachvollziehen, warum er sich so verhält zumindest. Aber vielleicht interpretiere ich auch schon wieder zu viel rein. Keine Ahnung. Aber dieses Prinzip kennen wir, glaube ich, alle. Wir nehmen uns vor, okay, wir konfrontieren jetzt diesen Menschen, weil, keine Ahnung, ihr habt euch geschritten oder so. Dann sage ich genau das und das. Und dann kommt die Situation und ihr sagt was komplett anderes und denkt euch nur so, ah. Erstmal gedanklich facepalmen. So oft. Tatsächlich. Ne, Stravinkel mit den richtigen Attacken hätte potenziell auch gemein sein können. War es aber zum Glück nicht. Ich frage mich ja wirklich, ob sie irgendwann mal eine Synchro bei Pokémon spielen mit reinpacken. Fände ich mal ganz interessant. Wenn sie wirklich irgendwie vertonte Cutscenes hätten. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut passen würde. Ich glaube, es wäre schon sehr ungewohnt. Aber schon irgendwie ein bisschen stylisch. Ansonsten habt ihr mich ja für die Vertonung. Ich rede zwar jeden Charakter gefühlt gleich, nur minimal höher oder tiefer, aber ich lese es immerhin vor. Ein Anfang. Mampf, Mampf. Bäh. Ich bin Team Mampf, Mampf. Aber war hier nicht noch irgendwo ein Item? Da. Da wollte ich hin. Da wollte ich eigentlich abbiegen.
Das wollen wir doch noch mitnehmen, was auch immer es ist. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Oh, Azure gibt's ja auch. Das, ich hoffe mal, dass du nur platschen kannst und tackeln kannst. Das könnte sonst nämlich später gefährlich werden. Aber ich habe jetzt den Biss, das finde ich richtig cool. Dann können wir uns damit zumindest so ein bisschen wehren. Ich weiß nicht, Azure sieht irgendwie immer so gequält aus. Ich finde es tatsächlich echt süß. Ich weiß nicht, warum es immer diese Schnute ziehen muss. Aber gut. Platscher ist okay. Da kommen zwar Wassertropfen raus, aber die treffen mich nicht. Alles gut. Aber ich glaube, jetzt, wo wir tatsächlich mal ein paar Level... Die Erfahrungspunkte. Wo wir mal ein paar Level höher sind, geht's auch ein bisschen besser. Der Anfang ist immer so ein bisschen, ne? Zieht sich immer so ein bisschen. Aber ich bin echt zufrieden, dass wir das als Projekt gemacht haben. Ich habe halt schon im Vorfeld mir manchmal so gedacht, ist es vielleicht ein bisschen früh für ein neues Pokémon-Projekt? Weil es gibt immer so diese Fraktion von Leuten. Also es gibt verschiedene Fraktionen, finde ich. Wir haben zum einen die Leute, die gucken einfach alles. Wenn sie gerade Zeit und Lust haben, dann gucken sie in den Stream rein. Ich meine, klar, wir alle haben manchmal Verpflichtungen und dementsprechend keine Zeit oder fühlen uns manchmal nicht oder wollen lieber was anderes machen, einen anderen Stream gucken. Logisch, ne? Aber es gibt halt so die Fraktion von Leuten, denen ist das Projekt unterm Strich eigentlich egal. Die gucken einfach rein fürs Commentary, für die Community und wollen einfach Spaß haben. Und das finde ich immer echt schön. Terry Bock! Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden zwingen möchte, bei jedem Projekt reinzugucken, weil manchmal ist es einfach nicht eure Sache. Manchmal habt ihr da einfach keine Lust drauf oder sagt euch so, nee, möchte ich einfach nicht. Das ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Nehme ich auch niemandem übel, wenn jemand sagt, hey, ich hätte zwar potenziell Zeit, den Stream zu gucken, aber das Spiel finde ich total uninteressant oder ich möchte lieber was anderes machen, ne? Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich immer, wenn Leute sagen, hey, es ist mir eigentlich egal, was du streamst. Ich mag, wie du das aufziehst. Ich mag die Leute im Chat. Ich guck gerne rein, ne? Das ist so diese eine Fraktion von Leuten. Und dann, gerade so in Bezug auf Pokémon, gibt es halt so einmal die Leute, für die geht Pokémon immer. Also die könnten auch nur Pokémon-Projekte gucken die ganze Zeit. Die sind da immer voll dabei. Plus die Leute, die tatsächlich auch nur Pokémon-Projekte gucken. Das gibt's auch. Also ich sehe das eigentlich immer bei den Pokémon-Streams oder auch bei den Stream-Aufzeichnungen auf YouTube, dass ich teilweise wirklich Namen lese, die ich sonst nie lese. Also bei Pokémon habe ich das Gefühl, dass da manchmal so ein paar Leute aus ihren Löchern gekrochen kommen oder aus ihrem Lurk rausgekrochen kommen. Explizit wirklich dafür. Und du hast natürlich genau die andere Fraktion von Leuten, die mit Pokémon nicht ganz so viel anfangen können, beziehungsweise sich das schon angucken. Voltilam ist so knuffig. Aber nichtsdestotrotz gerne auch größere Abstände dazwischen haben. Und wenn ich dann wirklich Pokémon, Pokémon, Pokémon aneinanderreihe, dann ist denen das durchaus zu viel und dementsprechend, joa. Habe ich mir da schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil die Pokémon-Pause jetzt ja nicht ganz so groß war. Glaube ich, 2 Monate oder so. Dass dann eventuell auch einige Leute sagen, nee du, es ist mir doch noch ein bisschen zu früh. Aber dann dachte ich mir wiederum, aber ich habe Bock drauf. Also habe ich es gemacht. Ich schaue zu 90% nur die Uploads auf YouTube, weil die halt näher an deinen Let's Plays dran sind. Ich sag mal so, jedem das seine. Ich bin ja froh dafür, dass Leute auch die Aufzeichnungen gucken. Ich persönlich finde es halt im Stream natürlich immer mit am schönsten, weil das einfach live nochmal ein ganz anderes Gefühl ist. Und denke mir dann immer so, ich weiß nicht, ob die Stream-Aufzeichnungen wirklich so dieses Gefühl widerspiegeln können, aber ich bin halt immer froh, wenn Leute auch die Aufzeichnungen gucken, ne? Achso, du hast keine Pokémon mehr. Ja, das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, Stella, wenn man ein Spiel nicht kennt und dann einfach mal in den Stream reinguckt und sich denkt, oh, es ist eigentlich doch ganz nett, gucke ich mir mal weiter an. Oder man sagt dann eben, nee, ist gar nicht meins und geht eben wieder. Es zwingt einem ja keinen zu gucken, ne? Aber zumindest mal reingucken, finde ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Da fällt mir ein, ich habe ja was Tolles für dich. Geil. Danke.
Also ich glaube, ich bin halt echt auch so die Kategorie. Ja, es ist irgendwas passiert. Wir suchen weiter. Ich glaube, ich würde so ziemlich alles gucken, wenn mir der Streamer auch einfach gefällt, außer Horror. Also Horror oder wirklich brutale Spiele würde ich nicht gucken, weil das kann ich einfach nicht. Also wenn das wirklich was total Brutales ist oder Horror, dann kann das Commentary noch so gut sein. Das schafft meine Psyche einfach nicht. Aber abgesehen davon würde ich mir halt schon auch alles angucken, auch Spiele, die mich nicht so interessieren, wenn der Streamer halt sympathisch ist. Aber wie gesagt, ich verurteile auch niemanden dafür, wenn er sagt, hey, ich mag das Spiel nicht, also gucke ich es auch nicht. Das nehme ich jetzt auch nicht unbedingt als Angriff nach dem Motto, oh mein Gott, die Person denkt jetzt, dass mein Commentary das nicht rausreißen kann, weil manchmal ist es eben so. Und wie gesagt, ich würde jetzt auch, wenn Chris zum Beispiel streamt und er würde jetzt ein Horrorspiel streamen, würde ich auch sagen, nee, kann ich nichts, das tut mir nicht gut. Also mache ich es auch nicht. Es ist dann auch keine Kritik an Chris. Es ist dann einfach so, ne? Irgendwie mein persönliches Empfinden. Ich finde mich übrigens so langsam echt gemein mit Sandsturm und Giftstachel, der auch noch die Hälfte Zeit vergiftet. Aber irgendwie muss ich mich hier durchschlagen. Und Laura macht leider nicht so viel Schaden. Vor allen Dingen, Rex hat immerhin den Biss gelernt, was ich super finde. Und Laura den Härtner. kurz mal den Chat nachlesen. Die Aufzeichnungen sind super Hintergrundbeschallung, auch wenn man schon im Stream war. Das finde ich schön. Manchmal braucht man auch ein bisschen Hintergrundbeschallung. Ein Anton. Sandsturm erstmal raus. Anton könnte gefährlich sein, weil da haben wir nichts zum Abdecken. Ich habe sonst nur die Videos auf YouTube geschaut, wollte unbedingt auf Twitch umsteigen, aber da ist es so ein bisschen buggy. Ist manchmal halt echt blöd. Manchmal ist das Internet auch einfach nicht stark genug oder es will einfach nicht. Und ganz ehrlich, Twitch ist auch einfach nicht jedermanns Sache. Es ist einfach so. Es gibt auch Leute, von denen weiß ich, denen ist das einfach zu viel mit Spiel gucken, Commentary zuhören, im Chat schreiben, im Chat lesen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder muss für sich einfach das finden, was einem Spaß macht. Hast du eine Wasserattacke? Ich weiß es nicht. Ich möchte sie aber auch nicht zwingend zu Gesicht bekommen. Von daher gesehen alles gut. Also das würde ich, wie gesagt, euch auch nie ankreiden. Ich freue mich einfach über jeden, der hier anwesend ist und zuguckt. Über jeden, der im Chat schreibt. Vernünftig. Aber auch über jeden, der die Aufzeichnungen guckt. Das ist halt somit das Wichtigste. Ich finde halt Subben und Donaten und Subs verschenken, Hosten, Raiden, Followen. Es ist alles super natürlich, aber das Wichtigste für mich ist einfach, dass Leute zugucken, egal wo und egal wie, und dass Leute sich wohlfühlen. Weil wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist ja alles andere auch hinfällig. Also wenn ich es nicht schaffe, eine schöne Atmosphäre zu schaffen, wo wir alle Spaß haben, dann wird auch niemand subben zum Beispiel. Deswegen ist mein Fokus immer drauf, dass es für alle angenehm ist. Und alles andere ist halt vielleicht ein netter Bonus, ja. Aber nicht das, worauf ich wirklich abziele. Also das Wichtigste ist einfach, dass wir hier schön zusammensitzen können und alle einfach Spaß haben. Und wie gesagt, alles andere ist schön, logisch. Aber das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach am Start zu sein, würde ich behaupten. Ja, Skorglas Moveset ist eher so mittelprächtig, das gebe ich zu. Aber naja. Oh, wir kommen näher. Wir arbeiten dran. Hast du das gehört? Hast du das gehört, Emmy? Oh nee, falsches Spiel. Ich wollte doch nur das Item mitnehmen. Ah, da habe ich was gesehen. Ich schreibe gerade so viel. Ich muss das auch irgendwie nachlesen. Ja, so ein positiver Chat tut einfach gut, das stimmt. So, da ist der richtige Weg? Was ist denn hier unten noch? Ich meine, das Letzte, was man möchte, nach so einem anstrengenden Arbeitstag, achso, hier komme ich wieder zurück. Ja komm, wir können uns auch einmal heilen. Ist dann einen Streamer zu haben, der total negativ ist und einen Chat, der total negativ ist und die ganze Zeit spammt und sich nicht an die Regeln hält und so. Da hat man dann auch keinen Bock drauf. Deswegen, ich versuche es positiv zu halten und wenn ich mal über was jammere, dann eher so auf lustige Art und Weise vielleicht, wenn wieder Oma Gertrud mit dem Weg im Supermarkt versperrt hat. Und deswegen haben wir ja auch so aufmerksame Mods. Dass wir gegebenenfalls, wenn jemand sich nicht benimmt,
einmal hochkant rausschmeißen können. Wie sich das gehört. Nee, es ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr halt, sag mal, nur Hallo schreibt oder auch euren Resub teilt oder so und dann wieder in den Lurk geht. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Oh, wow. Ich hatte Hoffnungen, dass ich mit vollem KP in den Kampf gleich starten kann, aber ich bin leider einfach zu langsam zum Fliehen. Dann halt nicht, ne? Aber wenn ihr den Stream auch gut als Hintergrundbeschallung benutzen könnt und sagt, okay, das ist angenehm, dem zuzuhören, dann freut mich das auch genauso. Gut, ich schreie auch nicht so viel rum. Außer Jan ist dabei, dann manchmal schon, wenn er mich wieder trollt, aber prinzipiell nicht so viel wie vielleicht manch anderer. Der Chat ist heute echt aktiv, aber ich glaube, das liegt auch einfach am Projektstart so ein bisschen.